Bitch. Ich hab wieder Verziehung. Ach, hier Rankings, das kannst du haben. Kann man daraus irgendwelche Blöcke? Ach, du hast mir meine Samen wiedergegeben. Das finde ich aber nett von dir. Nein. So, ich habe mir erstmal direkt volle Eisenrüstung gemacht. Wie weit gehen die Dinger? 4, ne? Was denn? Wasserfluss und so. Wasser fließt 7 Blöcke weit. Nein, Felder. Wie weit bewirtschaftet der Felder? 4, ne? 1, 2, 3, 4. Wir probieren es mit 4 aus. So, das ist. Guck mal, da hat er mich nachgemacht. Was? Eisenrüstung. Oh, hi, hab ich gar nicht gewusst. Wait, was ist das Grüne in deiner Hand? Wo hast du das? Ah, Emerald Schwert. Oder Sapphire. Sapphire? What the fuck? Eigentlich Emerald. Ach, nein, jetzt haben Emerald, Sapphire und Ruby verschiedene Farben. Weil hier steht Green Sapphire. Oder haben die das geändert? Sapphire ist nicht gleich Emerald, ne, das weißt du. Ja, aber Sapphire war bei Tacket ja immer blau. Ja, definitiv. Ja, Saphire sind generell immer blau, oder? Ja, habe ich da was nicht mitbekommen? Stein nicht aus. Haben wir sie Kupfer gefunden? Ich mach super Bewirtschaftung, okay? Mann! Was macht ihr eigentlich alle in meinem Keller? Wir wohnen hier. Das hab ich leider mitbekommen. Warum? Aber falls die Polizei vorbeikommt, wir sind nur zu Besuch. Auch nur für 3 Wochen. Ja. Ja, also A, ihr kauft mir ein Bett ab. Oder B, ich schenk's euch. B. Okay. Mark B hab ich schon genommen, du musst jetzt A sagen, okay? Für den Mark nehme ich schwarze Wolle und für den Olli nehme ich blaue. Was ist denn das für komische Musik, die ich hier gerade im Hintergrund laufen habe? Machen wir jetzt mal ein Portable Crafting Table. Pocket Crafting Table! Oh, jetzt geht er ab. Boah. Ich habe ein Pocket Crafting Table. Der sieht aus wie ein Tennisschläger in der Hand. Bam. Was wollen wir jetzt machen? Nein, warte, Spaß, hör auf! Ich habe nur 3 Herzen, du Penner. Sag das doch. Wir hatten eigentlich ein bisschen Erde für mich. Ich habe Cobblestone. Erde. Nein. Ich habe auf Cobblestone bisher schlecht Weed gepflanzt. Also. Egal wie man es dreht und wendet, das klingt immer scheiße. Kann man eigentlich. Nö. Kann man eigentlich. Nö. Was? Ich warte jetzt mal ein bisschen Feuerflor. Okay. Mal schauen, was ist doch das gleiche Lied, was hier gerade im Hintergrund spielt, wie das, was vorhin gespielt hat. Ich frage mich gerade, wo mein Eisen ist und merke gerade, dass du noch Eisen hast, Mark. Hm? Ich habe jetzt ein Stück, brauchst du was? Ferro-Ingot. 3 Stück. Was kann man denn aus so einem Ferro-Ingot machen? Ja. Sehr viel. Warum? Oh, ich brauche noch. Ja, anscheinend ja gar nichts. Ich vergiss immer, mir eine Schaufel zu machen. Immer. Ich habe mir gerade Schaufeln gemacht. Willst du eine? Nein, ich habe schon Rubin. Wie macht man denn hier ein, Creeper da draußen! Nicht rausgehen! Nee. Don't go out. Was heißt Oven auf Englisch? Oven. Nein, Furnace. Furnace, genau. Ja, Furnace kannst du auch sagen, aber es gibt auch Oven. Sag mal, hier ist einfach mal... Das ist wirklich sehr schön designt mit diesem offenen Fenster. Ja. Ja, das ist Absicht, damit ich da rausschießen kann und falls... Ja, und dass Skelette reinschießen können. Vielleicht auch noch. Ja, wann kommen denn eigentlich die Betten? Ich brauche eine Bettlieferung. Ja, dann mach dir eins. Ja, warte, mach ich gleich. Ich hab nur keine Ahnung. Ja, nicht gleich. Du kannst morgen weitermachen, aber Erde schaufeln kann ich nicht morgen. Kann ich nicht jetzt. Eigentlich nur morgen. Hm? Ach, jetzt ist egal. Lass dir ruhig Zeit, mein Sohn. Hat noch jemand ein Eisen? Ja. Ja. Der Marc hat aber auch noch. Marc, gib mir mal. Da hast du. Ach ja, und hier hast du noch 2 ganze Pfeile. Ich kann am Morgen auch gleich... Oh, krass, 2 Pfeile? Du bist ein Schatzmann. Ja. Hätte ich dich nicht. Ich weiß nicht, was ich hätte machen sollen. Hast du das Geräusch gemacht? Was? Nee. Dieses? Nein. Das war ich nicht, das war der Olli. Ach ja, und da das meine Kristalle sind, nehme ich sie wieder mit. Hat jemand zufällig Tin? Ja,
ja. 9 Stück. Kannst du dir denn alles machen? Ja, kannst du bitte eine Batterie craften? Jetzt kommt's, jetzt fängt der an mit seinem... Ja, jetzt kommt der geile Shit, Mann. Ich brenne jetzt die Wolle. Crafte mal eine Batterie. Irgendwie wird das von ihm funktionieren. Eine RE-Batterie. Oder ich schau, wie man die macht. Bevor du irgendwas anderes machst. Weil es gibt verschiedene. RE-Battery. Nein. Nein. So. Die macht man mit Redstone, einem Copper. Ah, hat jemand Copper? Copper-Cable brauchen wir, oder? Ja. Dann sucht man nach Rubber. Nach Rubber? Hast du Copper? Ich glaube, hatte ich irgendwo. Hatte ich irgendwo. So, ich sammle jetzt erstmal Marble. Das sieht immer so schön aus. Hast du deinen Tin eigentlich bekommen jetzt? Was ist? Ja, ich hab schon. Danke. Gemove. Gut, ich geh mal gerade auf die Suche nach Rubber. Ich hab da hinten nämlich schon welches gesehen. Ja. Draußen ist ja wieder hell, da brennt die Nachbarschaft. Gib mir deine EP. Meine. Hä? Kriegt man nicht sonst EP raus? Ja, ein Rubber Tree, willst du mich doch flachsen? Ja, eigentlich schon. Aber ein Rubber Sapling habe ich bekommen. Rubber Sapling ist gut, oder? Ne, ja, kannst du auch nachpflanzen. Ding, das muss ich jetzt nur noch im Ofen einfrieren, oder? Mark. Hm? Dieses Risen, oder wie das heißt? Sticky Risen, ja. Das muss ich nur noch im Ofen tun, ne? Mhm. Das sieht ja so auch wieder scheiße aus. Glück gibt's in diesen Minen genug von dem Marble. Ja, wozu brauchst du Marble? Ich finde, das ist für den Hausbau geeignet. Sieht was? Nice aus. Ja, wenn du meinst, wenn du meinst, wenn du meinst. Na, ich hab sogar selber Copper. Brauche ich noch ein Stack, dann kann ich Marble Bricks machen, ja. Und ein bisschen Zwach, dann kann ich mehr hier. Kann man ordentlich Erde wegnehmen. Ich glaube, ich mache hier so einen Durchbruch und baue hier noch ein Zimmer dran am besten. Nehme ich jetzt Erde von hier hinten. Stört das wenigstens keinen, oder ich trage den Berg hier ab. Den ganzen Berg. Ich habe aber sonst nichts zu tun. Von mir aus. Das ist die spannendste Aufnahme ever. Ja, die ist sowieso immer sehr spannend, ja. Weiß gar nicht, wofür ich eigentlich jetzt die ganze Ach so für. Ja. Okay. Wir können ja ein Thema anfangen. Marc, gut, jetzt? Wer macht welche Mod? Beziehungsweise speziell. Das ist so ein Problem. Weil, ja. Das Problem ist, dass... Ich hab nämlich keine Ahnung. Nee, ich hab schon Ahnung. Ich kann mich auch informieren, ne? So ist es ja nicht. Du hast keine Ahnung und davon sehr viel. Weißt du was? Du hast keine Ahnung, aber auf allen Kanälen. Was weiß ich? Also ich kenne mich mit Zauberei aus und ich kenne mich mit Industrial Craft aus. Ja, ich habe mir das gleiche, dasselbe Video sogar... Der Marc möchte, was machen? Mythcraft und Buildcraft. Ja. Also, Buildcraft teilen wir uns auf. Du machst Mythcraft, ich mach, Traumacraft. Das ist schön, wie ihr euch das einfach alle aufteilt, ne? Ich bin ja froh, dass ihr auch alle mit aufnehmt, deswegen. Und das dann alles, anhand eures eigenen Charakters, dann einfach zeigen könnt. Ja, wir können auch zeigen, wenn wir fertig sind, was wir alle gemacht haben. Ja, ich nehme auf, und so eine Portogun zum Beispiel wäre besser, wenn man die in der Hand hat. Ich hatte die noch gar nicht in der Hand. Dann nimm doch die Portal Gun. Ich hab doch gesagt, ihr dürft die euch nehmen. Wenn du nicht zuhörst, dann kann ich dafür auch nichts. Ach, was wollte ich denn jetzt machen? Mann. Die Portal Gun ist oben rechts in der Kiste oder oben links. Das weiß jeder. Ich hab schon dem Marc gesagt, dass er sie nicht nehmen darf. Also. Du darfst halt nur nicht mit sterben. Ja. Wenn du sie verstammst, bist du dran. Ja, dann zeige ich mal, wie die aussieht.
auch zu sehen in meinem wunderschönen Trailer. Ja. Ja, musst du nicht erwähnen, weil der Trailer, den schalte ich sowieso davor, wenn ich den noch bekomme. Den habe ich nämlich bis jetzt noch nicht. Oh, hier ist ein Diamantschwert, das nehme ich mir auch mal mit. Wo ist die denn? Hier. Das ist aber. Hä? Was ist denn das? Default Portal Gun. So sieht das ganze Ding übrigens aus. So. Das ist übrigens die Portal Gun von Shell. Ich habe übrigens nachgesehen, die Bacon Gun ist sozusagen eine private Portal Gun, wo die Portale privat sind. Das heißt, wenn ich zum Beispiel jetzt auch eine Default Portal Gun hätte, dann macht Yemo halt ein oranges Portal und ich mache ein blaues, dann würden die sich miteinander connecten. Cool. Ja, kann man mit den Portal Guns noch nicht die Türen aufmachen oder so. Geht doch nicht. Was wir machen können, wir haben ja den einen Dungeon gefunden. Wir könnten mit dem Portal Gun den Spawner aufheben und einen Mob Grinder machen. Das wäre eine Idee. Außerdem ist hier. Ach ja, stimmt, das kann ich auch nochmal ganz kurz zeigen. Welche Taste war das? T, ne? Oder? Ne, G. G was. Ja. G wie Grab. Kann man nämlich, Moment, ich zeig das mal ganz kurz. Hier zum Beispiel das, diesen Block kann man einfach nehmen und dann rum und dann random irgendwo hinsetzen. Mit dem Block. Ja, was machst du nur gerne? Also, achso. Geht übrigens auch mit der Gravity Gun. Aber die haben wir ja nicht. Ach nicht? Verdammt. Ne, die habe ich nicht gefunden. So. Dann such. Ich habe schon das andere gefunden. Weißt du, was das für ein Glücksfall war? Wir waren noch nicht mal auf die Mine gestoßen. Und dann haben wir also 10 Minuten mit dem Tod gebettelt. Ja. Hast du dich auch mal mit dem Tod gebettelt, hä? Ne, ich bin halt vorsichtig und übervorsichtig, weißt du? Bestimmt. Weil sterben ist ja doof. So, erstmal hier das Haus bauen. Sterben ist nicht doof. Sterben hat Skill. So stehst du nicht. Stimmt. So, dann. Er ist nicht gestorben, er hat nur mit Skill aufgegeben. Ja. Aber klar. Elektrik habe ich jetzt. Ich habe jetzt einen E-Furnace. Was ist eine E-Furnace? Ja. Oh, die ist umweltfreundlich. Und ein Generator. Die ist nicht umweltfreundlich. Warum nicht? Siehst du? Da schmeißt du Kohle in einen Generator, der verbrennt den ganzen Shit. Und dann heißt sie E-Furnace. Ja, E für Electric. Ich weiß. Nicht viel für umweltbewusst. Wir müssen umweltbewusster hier denken, Leute. Nein, müssen wir nicht. Wir müssen umweltbewusst. Schön wär's übrigens, wenn es hier noch so irgendwie wie in Anno 2070 so eine Ökobilanz oder sowas gäbe. Das würde mich mal interessieren. Kann ja einer erstellen. Ich mach's aber nicht. Ja, stimmt. Der Yemo hat ja nichts zu tun, er kann das einfach machen. Was geht los? Ja, was machst du denn den lieben langen Tag? Erzähl mal so ein bisschen. Was hast du denn heute gemacht? Ja, so eine Partie Wurst gespielt, Infovideos im Kanal aufgenommen. Mhm. Die an ganzen Infovideos verkackt, weil Fabs nicht wollte. Mhm. Ja. In der Schule war ich 2 Stunden. Okay. Holy shit. Deshalb warst du heute so früh da. Ja. Warum warst du eigentlich so früh da? Schneefrei. Immer noch? Nö. Gestern musste ich ja. Wieder? Was? Jetzt steckt noch nicht mal ich deine Lohn. Muss man nicht begreifen, einfach hinnehmen, so wie es ist. Und immer schön nicken und sagen, ja. Mhm. Mach ich auch immer. Nie. So, ich bin der Einzige mit einem Generator und einem E-Furnace. Oh shit. Willst du eine Medaille? Nö. Okay. So, ich baue meine Häuser immer am Anfang so riesig. Wo ist denn dein Haus überhaupt? Ich hör dich schon buddeln. Kann nicht sein, ich bin ein bisschen weit weg. Und damit meine ich 135 Blöcke. Oha, so weit. Mhm. Gut, ich hab alles verbrannt jetzt. Hat noch irgendwie jemand ein paar Samen für mich? Welche Richtung denn, Marc? Westen, Norden, Süden, Osten?
Vom Haus aus gesehen, sagen wir mal Südwesten.